Hallo und herzlich willkommen zurück zu Drakensang. Ich habe ja beim letzten Mal einen Teil dieser Drachenstatue vermisst. Und ja, ich habe sie einfach übersehen. Ich war dumm und habe sie übersehen. Sie liegt hier und ich habe es halt für eine Waffe gehalten, die er bei sich trug. Aber es ist der Rumpf. Der Rumpf der Statue. Also wir hatten eigentlich schon alles erledigt. Ich habe nur übersehen, dass das da lag. Und wir sollen jetzt alles zu Hochwürden Dorion bringen. Wir könnten. Ach, machen wir das oben. Dass wir uns oben vom Gestank befreien. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Mein Tag wurde gerade etwas verschönert. Ich freue mich ja wie wahnsinnig auf Baldur's Gate 3. Das Jahr. Anfang August erscheinen soll. Und ich habe gerade erfahren, dass es da wohl auch Romanzenoptionen gibt. Ich habe die Vorgänger halt nicht gespielt, ich wusste das nicht. Und ihr wisst, wir werden alle Romanzenoptionen spielen müssen. Das muss einfach sein. Jumpscare von diesem doofen Skelett. Und naja, Romanzenoptionen. Es soll wohl ein paar interessante, äußerst interessante Romanzenoptionen geben. Zum Beispiel, angeblich, ich habe es nur gehört, ich kann ja nicht sagen, ob das stimmt, soll man angeblich Sex mit einem Druiden in Bärenform haben können. Und wer mich kennt, weiß, dass ich alles, was total obskur und durchgeknallt ist, eigentlich nur feiere. Auch das werden wir dann wohl tun. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich sowas mal sage, aber wir werden wohl Sex mit einem Bären haben. Okay. Denke ich. Wenn dir das Spiel die Möglichkeit gibt. Wem sollen wir eigentlich den Zettel bringen? Den haben wir jetzt umsonst gesucht, gefunden. Weil irgendwie gehört das offenbar zu keiner Quest. Was wir herausgefunden haben, dass wohl Castan Wagnitz auch dahinter steckt. Das hier unten. Ja, Möben ihr Unheil treiben. Und dass er seine Leute hierher geschickt hat, offenbar, um die Drachenstatue zu klauen. Aber vielleicht sagen wir das einfach, während wir die Statue abgeben. So, gleich stinken wir auch nicht mehr. Genau, jetzt sind wir ja wieder im oberen Bereich des Tempels. So. Ich meine, ich könnte zeigen, was passiert, wenn man mit den Leuten spricht, obwohl man gerade stinkt. Lass mich mal reden. Oh, bei Hesinde, ihr seid ja immer noch da. Schleicht euch doch nicht so heran. Als Was wollt ihr? ob das jetzt gar nicht passiert. Ihr seht verwirrt aus, kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Nun ja, also ehrlich gesagt, naja, vielleicht. Also ich hab. Ist das erst im zweiten Teil so? Ist das erst am Fluss der Zeit so, dass sie da nicht mit ihr sprechen? Ihr sollt von Meister Dorian ein Dokument finden. Genauer gesagt, das Buch Magica Luminosus. Doch bei Hesinde, ich finde es nicht. Wegen diesen Monstren mussten wir in Eile alles schnell nach oben schaffen. Und nun ist alles durcheinander, das haben wir doch schon besprochen. Ihm schon gesprochen, warum haben wir da denn nicht die Aufgabe für das Buch bekommen? Wandi sucht ganz verzweifelt nach einem Buch mit dem bedeutungsvollen Namen Magica Luminosus. Meister Dorian hat ihn beauftragt, es zu finden, was anscheinend schwieriger ist, als es klingt. Ich werde die Augen offen halten.
Ich will halt nichts sagen, aber wir haben halt beim letzten Mal verdammt zweimal mit ihm geredet und er hat uns die Aufgabe nicht gegeben. Und warum beschwert er sich nicht über den Gestank? Jetzt wollte ich das so offen zeigen. Ja, hier, guck, die Leute reden nicht mit dir. Wenn du stinkst. Soll das Buch ganz unten sein? Irgendwo? Oder schon irgendwo im oberen Bereich? Wenn sie alles ganz schnell nach oben schaffen mussten, haben sie es vielleicht doch unten liegen lassen. Also müsste ich dann nochmal runterlaufen, den ganzen Weg. Immerhin sind da keine Gegner. Ich weiß natürlich nicht, wie ich dieses eine Buch finden soll. In diesen 50.000 anderen Büchern. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das irgendwo unten sich befindet. Ich würde mir ja wünschen, dass es auf der Karte angezeigt wird, aber wohl eher nicht. Ja, komm, einmal können wir noch runtergehen. Diese Quest, sie endet nie. Ich will endlich raus aus dem Tempel. Okay, das ist das Buch. Dankeschön. Immerhin mussten wir nicht nochmal den ganzen Keller durchsuchen. Kann halt auch nicht aufhören, darüber nachzudenken, wenn sie schon Sex mit einem Bären einbauen. Und sagt, es gibt noch mehr skurrile Romanzenoptionen. Was soll denn dann der Rest sein? Ich meine, sie werden hier nicht das Skurrilste direkt irgendwie outen und preisgeben. Aber was soll denn noch skurriler werden? Sex mit einem Tintenfisch? Ihr seid es wieder. Hattet ihr mehr Glück bei der Suche als ich? Was ist dieses Buch hier? Bei Herr Sinde, ihr habt es gefunden. Wo war es denn? Ich meine, ich habe hier doch überall gesucht. Es befand sich noch unten. Wahrscheinlich wurde es in der Eile vergessen. Habt vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch die drei anderen Schriften finden, um die mich Meister Dorian bat. Die werde ich schon allein finden. Hier nehmt dies als kleine Geste. Ein altes Rezept, mit dem ich leider nichts anfangen kann. Es war ein Geschenk der alten Auralia. Wisst ihr, ich hatte ihr einmal gegen... Ich bin überzeugt, ihr habt es euch redlich verdient. Leider muss ich jetzt weiter. Hab Dank für das Rezept. Was für ein Rezept? Ui? Rezept? Rezept. Wer hat das Rezept jetzt bekommen? Borgrim hat kein Rezept. Das sind nur Geschichten? Oder habe ich das jetzt einfach automatisch gelernt? Salbe, Einwender. Ich habe kein Rezept bekommen. Hast du das noch? Weil ich voll bin? Schade. Hab jetzt offenbar das Rezept gar nicht bekommen. Aber er hat es auch nicht mehr. Ich sehe die Bücher vor lauter Regalen nicht mehr. Egal, wir haben die Quest abgeschlossen. Jetzt wollte ich doch eigentlich zeigen, was passiert, wenn die mir stinken.
Und vielleicht bei anderen? Oh, das passiert wirklich erst im zweiten Teil. Wie kann ich behilflich sein? Wieder wichtige Fragen? Okay, offenbar scheint es in dem Teil noch nicht wirklich eine Rolle zu spielen. Oder nicht bei allen. Hesinde sei gepriesen. Ihr habt wahrhaftig alle Fragmente geborgen. Lasst uns sogleich die Zeremonie der Wiedererstehung ausrufen, auf dass die Fragmente wieder geeint und das Schweigen des Orakels abermals gebrochen wird. Es wäre mir eine Ehre, der Zeremonie beizuwohnen. Buhumrak. 87 Götterläufe sind vergangen, seit ein Streiter den Ruf des Drachen vernahm. Ignorka-Har-Harok. 87 Götterläufe, in denen die Sterblichen erneut reifen konnten, um endlich das Vermächtnis der Drachen anzutreten. Doch neunmal blieb das Rätsel ungelöst. Neunmal das Vermächtnis unberührt. Dies also ist die zehnte aller Drachenquesten. Weisheit, Mut und Stärke sind die Zeichen, in denen der kommende Streiter der Drachenqueste wandeln wird. Doch auch Entbehrung, Schmerzen und Verzweiflung werden folgen auf dem Pfad der Queste. Und so soll einer unter jenen, die der Stimme des Orakels lauschen, erwählt werden. Ihm oder ihr soll es bestimmt sein, in die Reihe der Heroen aufgenommen zu werden und das letzte Geheimnis zu ergründen, das dunkle Herz zu erleuchten. Gnarim Pater, mein Streiter, er steht mir nahe. Und er hat sich bereits einmal als würdig erwiesen. Denn er hat mich gefunden. Und so erwählen die alten Mächte dich zum Streiter der Drachen. Dein Schicksal ist vorbestimmt, es eilt dir voraus. Doch ob du es auch wirst erfüllen können, liegt in deinen Händen allein. In drei Prüfungen musst du dich als würdig erweisen, den Schild der Flammen zu erinnern. Drei Prüfungen stehen vor dir und deiner wahren Bestimmung. Und dies sei die erste der drei Prüfungen. Folge dem wirren Geist, der Drachen kundig ist und geleite ihn auf seinen Pfaden. Er strebt nach in Kristall gebundenem Wissen und beschreitet Wege, die zu leben und gedeihen werden, wenn die Zeit gekommen ist. Unrag Garum, Unrag Ignir. Oh, ein wahrlich erhebendes Gefühl, die Stimme des Orakels mit eigenen Ohren vernommen zu haben. Meint ihr nicht auch? Okay, wir sind der Auserwählte, die Auserwählte, und wir kennen bisher genau einen sehr wirren Geist. Und ich glaube, wir sollen Meister Rakorium helfen. Geweihter Dorian, es geht um den Rätselspruch des Orakels. Seht ihr euch imstande, mir bei seiner Deutung zur Seite zu stehen? Das Orakel sprach über einen Drachenkundigen von wirrem Geist. Dabei kann es sich doch eigentlich nur um Meister Rakorium handeln, meint ihr nicht auch? Wenn mich nicht alles täuscht, ist er schon vor einiger Zeit zu Studienzwecken nach Moorbrück aufgebrochen. Ehrwürdiger, dürfte ich euch noch etwas fragen? Aber gewiss. Wieso hat das Orakel mich ausgesucht? Eine wirkliche Antwort darauf wird euch niemand geben können. Hesindes verschlungene Pfade geben ihre Geheimnisse selten preis, selbst wenn man sie bis zu ihrem scheinbaren Ende beschreitet.
Auch ich könnte also nur vage erahnen, weshalb das Schicksal euch zuteil ward. Konzentriert euch eure Gedanken auf den Weg, der vor euch liegt, und gedenkt all derer, die ihm vor euch gefolgt sind. War das alles? Ja. Okay, auf zum Meister Akorium. Also ich werde jetzt so lange stinken, bis mir jemand sagt, ey, du stinkst. Sonst gibt es ja auch keinen Grund, die Seife zu benutzen. Also, ich kann mich ja nicht selbst riechen. Leiter der Drachenqueste, ich habe gehört, ihr seid auf dem Weg nach Moorbrück. Ist das richtig? Wirt Ibrom Speckstein. Ja, dem ist so. Ihr wisst ja bestens Bescheid. Was genau ist denn euer Anliegen? Eine wertvolle Schmuckschatulle wurde gestohlen. Von einer gemeinen Diebin. Und das mir, Ibrom Speckstein, in meinem eigenen Taverne. Vex hat mich aber nicht vollends im Stich gelassen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass diese Diebin im Gasthaus von Moorbrück beim Boltern-Spiel gesehen wurde. Ihr Name ist übrigens Talia. So, und was bitte habe ich damit zu tun? Nun ja, ihr seid doch auf dem Weg dorthin. Ja, und da dachte ich, wie soll ich sagen, wollt ihr mir denn nicht vielleicht helfen, meine Schatulle wiederzubekommen? Und was springt für mich dabei heraus? Naja, ich würde euch mit ein paar Hellern für eure Mühen entlohnen. Hellern? Ein paar Heller? Ein paar Heller finde ich im Keller des Sinsinde-Tempels. Da musst du schon mehr rausrücken. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Ich finde, ihr findet mich in einem sanften Sau. Ich muss jetzt los. Einem alten Freund noch einen kurzen Besuch abstatten. Auf dann, Jenny, düster Märchen. Ein wahrer Captain nimmt doch die Heller wohl mit. Im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und so. So. Schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Wo ist Salina? Diesen Drano habt ihr auch noch im Schlepptau. Ja, mit dem Quengel auf. Bimmelmütze, sag mir lieber, wo Salina steckt. Was geht dich das an? Du sollst meine Schwester in Ruhe lassen. Beruhigt euch, das ist doch jetzt wirklich kein Grund, sich zu streiten. Ja, wenn ihr es genau wissen wollt, sie ist unterwegs und muss noch einige Sachen erledigen, bevor die Feierlichkeiten beginnen. Dann richte ihr herzlichste Grüße aus, wenn sie wieder da ist, als würde das sagen. Aber sicher doch. Das wird er natürlich nicht tun. Aber hey, die Reise ist zumindest abgeschlossen. Reise nach Moorbrück und finde die Diebin. Das ist unsere nächste Aufgabe. Kann ich denn... Nandus zum Großen. Kann ich denn Kledis ein bisschen was Neues Gutes beibringen? Du sollst Heilerin werden. Also, Heilkunde, Gift brauchst du schon mal. Mut. Mut brauche ich eher nicht. Klugheit. Intuition. Charisma. Fingerfertigkeit wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das habe ich noch nicht, ne? Alles klar. Eine gute Entscheidung. Folgt mir. Fingerfertigkeit. Eigentlich brauche ich erst Armatrutz, aber das würde ich gern selbst lernen. Alles klar. Und die ganzen Attribute-Sachen würde ich, glaube ich, eher Kletis beibringen. Andererseits habe ich halt schon viele Attribute-Sachen. Warum denn mir... Dass der psychisch stabil ist. Stabil ist, ja. Dann mag er stärkt das Selbstbewusstsein und die Integrität der körperlichen Aura und erhöht auf diese Weise die Magieresistenz gegen... Ist verzaubert. Magieresistenz erhöhen. Schön. Dieser Zauber wirkt sich lähmend auf die Widersacher aus. Laufgeschwindigkeit. Das ist halt eher sowas für mich, denke ich. Sie soll ja Heilerin werden. Magische Ausbildung Vollmagier. Du bist kein Vollmagier und kannst das nicht lernen? Zauberschild? Eisenrost und Patina.
weiß auch nicht, ob das irgendwas uns bringt. Blitzgeschwind. Attribute Körperkraft, der vielleicht das. Wie werde ich denn Vollmagierin oder kann ich das gar nicht? Kann das nur ich lernen? Hm. Ja, komm. Dann lerne ich das halt. Das bin ich. Also, solange sich alle um mich herum befinden, wirken gegnerische Zauber weniger. Das ist doch cool. So, wir sind wieder bei Cladis. Schwerer Arm. Das solltest du auf jeden Fall lernen, wenn du unsere Heilerin werden sollst. Habe ich Fingerfertigkeit noch nicht gelernt, ne? Ja, ich weiß, dann lerne ich das gerade doppelt, aber... Ich habe halt fälschlicherweise das alles mir beigebracht. Anstatt ihr. Und jetzt habe ich den Salat. Kann leider kein Amatrutz gerade lernen. Ja, Zauber. So, Flipflamflunkel ganz nach hinten, weil dich brauche ich halt an sich nicht da vorne. Balsam Salabunde ist wichtig. Sensibler Empathikus. Ich überlege halt so Sachen, die man eigentlich im Kampf nicht direkt benutzt, einfach in die zweite Reihe zu setzen. Man hat ja mehrere Ausrüstungsslots. Diese ganzen Eigenschaftserhöhungen benutzt man ja jetzt eher nicht direkt im Kampf. Candidus. Du sollst das nicht benutzen. Ich wollte dich eigentlich rausziehen, damit ich da nicht durcheinander komme, aber das geht offenbar nicht. Und bei dir. Das sind die, das sind die. Wo ist da? Das ist schon eher was, was man halt auch so im Kampf benutzt. Dann kommst du da hin. Ja, ich kann Balsam Salabunde, einfach nur um mich selbst teilen zu können. Ist, denke ich, gar nicht mal so verkehrt. So, Zauberschild. Mal ein bisschen erhöht. Das Klett erhöht. Dann sollten wir noch zum Kampflehrer gehen. Schön. Wir haben ein Licht, das uns leitet, offenbar nun auch. Weil ich da aus Versehen drauf geklickt habe. So seltsam. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass bei fauliger Gestank die Leute eigentlich immer komisch reagiert haben. Bin mir gerade nicht sicher, warum das jetzt nicht mehr der Fall ist.
Spießeffing zu Diensten. Böse Zungen behaupten von mir, dass Nahkampf das Einzige ist, womit ich mich auskenne. Sie haben bald herausgefunden, dass sie damit recht hatten. Ein Zwerg, ein Wort. Defensiver Kampfstil 2, offensiver Kampfstil 1. Wuchtschlag. Schildkampf brauchst du nicht. Du kriegst hier eine Zweihand-Axt. Ausweichen? Ja, meinetwegen. Kannst du ausweichen. Wer sonst als ich? Du kannst ausweichen schon. Dann kann ich dir leider nicht mehr beibringen. Du kannst auch ausweichen. Und du hast leider nicht mehr genug Punkte, um irgendwas zu lernen. Dafür hast du natürlich einige neue Zauber. Wir waren halt auch noch nicht fertig mit der Diebesgilde, die wir am Hafen finden sollten. Ist halt aber die Frage, ob wir das jetzt schon können. Ich meine, ich weiß, mit wem ich reden muss. Ich habe den Zettel verstanden. Brachte mir zumindest bisher noch nichts, dass ich die Nachricht verstanden habe. Also. Außerdem sollten wir mal das verkaufen. Ah, das ist das Rezept. Klugheitselixier. Ich hab's doch bekommen. Eine Lehrlingsdirektive für einen Drang, der die Klugheit für kurze Zeit erhöht. Nutzen dieses Dranges ist ohne Zweifel erheblich. Nice. Das ist schon der richtige Hafen, ne? Es gibt ja zwei. Kann ich aber auch nicht ausfahren. Ich glaube, das ist der falsche Hafen. Ich musste ja in den etwas untriebigeren Hafen. Fuhrmannsheim. Da muss ich Guano finden. So, mein Lieber. Jetzt gehen wir doch mal auf die Suche explizit nach Guano. Keiner von uns kann mehr sammeln, oder? Blumen sammeln, Pflanzengründe. Ja. Das war auch Olana. Das ist ein bisschen doof. Pflanzenkunde und Tierkunde muss ich neu vergeben. Kuano. Was soll mir denn der Brief helfen? Wir sollten auf der Hut sein. In diesem Viertel haben die Schläger der Schwarzaugenbande mehr zu sagen als die Stadtgarde. Na, Dranor, so schnell wieder aus dem Kerker? Als frisch gebackenes Mitglied der Diebesgilde hätte ich dich ja leicht rausholen können. Aber ich dachte mir, es ist ganz gut für dich mal zu sehen, wie es ist, wenn man von allen verlassen in der Patsche sitzt. Wow. Du bist ohne uns zu Kuano?
Obwohl wir dir geholfen haben? Ach komm, Runkel, was hast du denn gemacht, um Mitglied zu werden? Sag bloß, du hast die Aufgabe in Avestro allein gelöst. Was nun ja, ich konnte einen besoffenen Kollegen das Losungswort nun ja gegen ein paar Humpen entlocken. So, so, dann habt ihr ja auch keinen Grund, euch zu beklagen. Kommt dran, wir gehen. Ja, und ich habe halt noch das Losungswort, aber ich weiß nicht, zu wem ich das sagen soll. Beziehungsweise ich kann es zu keinem gerade sagen. Da geht's nach Krosch. Ich weiß das Losungswort ja. Aber er will nicht mit mir reden. Aber ich denke halt, hier müsste das irgendwo sein. Schade, dass ich halt nichts machen kann. Dass der Schmied? Eine milde Fische, Gabe. Fische, Fische. Habt ihr ein paar Heller für einen armen Mann? Flusskarpfen, Angbarsche, Plätzen. Seid doch nicht alles, so. Was Schuppen hat, eine findet milde ihr. Gabe. Habt ihr ein paar Tretet Heller näher. Für einen armen... Habt ihr einen Heller üb... Günstig und Gebt gut doch noch ist eine Strunklas Münze. Gut. Ihr seht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Jetzt seid doch nicht so. Ein Heller wird doch noch drin sein. Ihr habt doch mehr in eurer Tasche. Gebt Fische, doch noch eine Fische. Münze. Ihr seht Der nimmt mich so einfach aus, als bis... Nagt ihr am Hungertuch. Jetzt seid doch nicht so. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwas bringt, ihm mehr Geld zu geben. Könnt ihr nicht noch eine Münze locker machen? Moment mal, seid ihr nicht Janet Düstermärchen? Verzeih, dass ich mich so schlecht benommen habe. Ihr habt doch den Mord am alten Elko aufgeklärt. Hans Fuhrmannsheim erzählt sich davon. Dank euch ist es endlich wieder sicher hier. Das stimmt wohl. Trotzdem laufen hier noch immer viele zwielichtige Gestalten herum. Vorhin kamen zwei Kerle hier vorbei. Sie haben mich beschimpft, als ich eine kleine Spende erbat. Ich sei ein fauler Lump und solle mir Arbeit suchen, anstatt unbescholtenen Bürgern zu belästigen. Haben sie gesagt, stellt euch das mal vor. Und was hat das mit mir zu tun? Nun, diese Kerle schienen selbst nicht ehrlich zu sein. Sie tuschelten etwas über eine Aktion von letzter Nacht und etwas über eine Beute. Wer weiß, was das für Halunken sind. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Sie haben Beute. Wenn ich an die Beute komme, fände ich das schon mal gut. Da könnte ich auch mich überwinden zu helfen. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Diese Kerle werden ich mir mal genauer anschauen. Wo habt ihr sie denn zum letzten Mal gesehen? Endlich mal jemand, der zu Taten bereit ist. Ich zeige euch auf eurer Karte, wo die beiden hingegangen sind. Irgendwo in Fuhrmannsheim soll ich halt, wie gesagt, auch Kuano finden. Vielleicht hier in der Schenke? Ich dachte halt eigentlich woanders. So, dann schnappen wir uns halt zuerst die Beute der beiden zwielichtigen Typen. Ich sag's dir, das war ein... Hey! Belauscht du uns etwa? Und wenn es so wäre, ihr habt doch nichts zu verbergen, oder etwa doch? Vielleicht sollte ich erstmal... Ja, genau. Gute Idee mit dem Goldschmied. Hab gut was mit dem. Psst, nicht so laut, Mann. Der Goldschmied. Was trinken? Aber vorher verstecken wir die Beute. Die anderen in der Sau sind mir nicht geheuer. Hast recht. Da sollte man nicht mit zu viel Gold reingehen. Mann, nicht so laut. Gehen wir. Hey du, verfolgst du uns? Ich? Nein, wir haben wohl nur denselben Weg. Ah,
muss ich sie verfolgen. Ich dachte, sie haben die Beute bereits versteckt, aber wahrscheinlich werden sie das erst noch. Lass uns mal da oben nach einem Versteck sehen. Ah. Dann los! Dann los! Tolle Stimme. Sind wir mal ganz vorsichtig und laufen ihnen ganz vorsichtig mit genügend Abstand hinterher. Also, wenn ihr es irgendwo verstecken wollt, habt ihr nicht mehr so viel Zeit. Die Sau ist doch gleich da hinten. Was für eine wilde Verfolgung, sagt. Ich habe noch nie so viel Spannung erlebt. So. Wir sind aber auch wirklich nicht die hellsten. Selbst mit so viel Abstand würde man ja eigentlich merken, dass man verfolgt wird. Los, packen wir die Kiste auf den Wagen. Stimmt. Fische, das Gerümpel rührt eh keiner an. Heute Nacht schaffen wir die Beute aus der Stadt. Anmarsche, Plätzen, alles, auf was Schuppen hat, findet ihr hier. Tretet näher. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Aber hey, dann hatten wir zumindest noch was davon, dass wir so viel Geld gespendet haben. Gute Taten lohnen sich halt manchmal. Zu euren Diensten. Fische, Fische, Fische. Flusskarpfen, Anbarsche, Plätzen, alles was Schuppen hat, findet ihr hier. Warte, wir haben dir doch so einen neuen Zauber beigebracht. Das bin ich. Ihr Fertigkeitszauber. Auf. Und dafür haben wir den gelernt. Ja, ich. Fische, Fische, Fische. Ja, Poppy. Flusskarpfen, Anbarsche. Okay. Ja, ein bisschen Silber abzugeben. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, würde ich sagen. Okay, schön. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. So schnell wird man wohl dann reich. So, eigentlich haben wir Corano gesucht. Hey, nur gucken! Ich will doch nur was verkaufen, Junge. Sei doch nicht so nervig. Ganz viele Knüppel hast du. Ich hätte mal ein bisschen Gold gemacht. Außerdem möchte ich mich natürlich auch mal ein bisschen erleichtern. Rattenschwänze verkaufen wir in der Schenke. So viele Silberringe. Ein Zwerg, ein Wort. Spinnenfangzähne, Seidendrüse. Sowas ist bestimmt für irgendwelche Tränke gut. So, hier sind wir zumindest ein bisschen leerer. Aber immer noch sagt niemand, es stinkt. Mich da doch vertan. Du weißt auch gar nicht, was richtig ist. Ihr kommt wie gerufen. Was ist denn hier los?
Diese verdammten Kerle prügeln sich wegen einer Nichtigkeit. Ich will sie nicht schon wieder das Blut aufwischen. Wo das letzte gerade getrocknet ist, könnt ihr nicht dazwischen gehen. Aber du schon. Dann ein. Wer bist denn du? Warum prügelt ihr euch? Hey, das ist ein Gespräch unter Männern. Ihr seid besoffen. Ihr wärst, wenn ihr euch nicht als Männer bezeichnet währenddessen, sondern einfach als Vollidioten. Dies ist eine Taverne und kein Spielfeld. Prügeln könnt ihr euch draußen. Ah ja, und seit wann hast du hier was zu melden? Gut, ihr habt es nicht anders gewollt. Wer nicht hören will, muss es eben fühlen. Ja, dann haben wir noch mehr Blut, das aufgewischt wird. Oh, was besser? Überreden? Kleid ist besser im Überreden oder im Einschüchtern? Eine gute Idee. Vielleicht soll ja einer der Spieler da. Das hat er doch gerade gesagt, Schwachkopf. Sie. Dort wird man ihm an Fachleute wie mich sicher mehr zu schätzen wissen. Auch ins flinke Frettchen. Das will ich euch auch geraten haben. In Zukunft tragt ihr solche Streitereien auch wie aus wie echte Immernspieler auf dem Spielfeld. Hallo, so ins Frettchen. Wirst schon sehen, dass ich recht habe. Übrigens keine Ahnung, was immer sein soll. Und Torben, der Aal, hat doch in Verwirrung gespielt, ich sag's dir. Ich möchte doch einfach nur... Wett mal um Bier, dass mit Kuhanu reden! Hab ich schon wieder eine trockene Kehle. Warum war dir so zimperlich zu diesem Streit hin? Als ich noch jung war, hätte ich dich gerne gleich zur Tür geschleift, anstatt zu quasseln. Du wolltest kein Blut mehr. Ihr wolltet doch kein Blut mehr aufwischen. Und wie ich Angelegenheiten kläre, bleibt meine Sache. Schon gut, hier, der geht aufs Haus, wo du kommst. Okay, sie kennt hier einfach jeden. Kennst du nicht auch Kuano? Was für ein glanzvoller Anblick in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Ich brumm, du alter Charmeur. Ich brauche nichts. Doch, Freundin Jenny Düstemächen hier vielleicht. Also was darf sein? Ah, du bist das. Ich will Kuano. Ich muss, glaube ich, mal einfach googeln, wie ich zu Kuano komme. Vor der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung. Wenn irgendwelche Städte anquatschen, wird mich wahrscheinlich auch nicht weiterbringen. Einfach durchs Plumpsklo vielleicht auch eine Idee. Ich meine, hi! Was? Seltsam, dass das Plumpsklo hier runterführt. Ha! Vielleicht muss ich auch nicht mehr googeln, wie ich zu Kuano komme. Was treibt ihr hier in meinem Keller? Kuano. Warum denn Onaug? Ach, Kleides, Kleines, schön, dich mal wieder zu sehen. Halt nicht auf mich Kleines zu nennen. Verfext nochmal. Was, ihr kennt die Leute und wusstet von diesem Ort? Aber ja doch, Kuano, der Anführer der Diebesgilde ist mein Vater. Ja, und hier merkt man tatsächlich, dass er am Fluss der Zeit vor diesem Teil spielt, aber ich werde nicht genauer darauf eingehen. Euer Vater? Ja, aber wieso habt ihr mir das dann nicht schon früher gesagt? Muss ich euch denn alles erzählen? Darf ein Mädchen denn keine Geheimnisse haben? Ha, ja, ich habe euch doch gesagt, sie ist nichts weiter als eine gewöhnliche Diebin. Aber auch auf mich hört ja keiner. Wir hatten ja sowieso schon die Losung. Ich hätte nur den Ort woanders erwartet. Im Gegenzug schlage ich jetzt alles kaputt. Damit ich vielleicht noch mehr zu verkaufen habe. So, Kuano.
Versteckt sich im Blumsklo, natürlich. Hallo Kleines, wie geht es dir? Schön, dass du mal wieder bei deinem alten Vater vorbeischaust. Du hast dich so verändert. Ich bin nicht klein. Beruhig dich, meine Süße. Wen hast du denn da bei dir? Ein neues Gesicht in unseren bescheidenen Räumen. Willkommen in der Diebesgilde. Fex zum Gruße, werte Kuano. Ich bin Jenny Düstermärchen. Ich muss zugeben, der Weg bis in eure Hallen war beschwerlicher, als ich angenommen hatte, nur weil ich den Weg nicht gefunden habe. Nun ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wir nicht einfach Tür und Tor für jedermann öffnen können. Es könnte hier ein Stadtgardist hereinspaziert kommen oder Schlimmeres. Doch wo sind meine Manieren? Wie kann ich nun den frisch gebackenen Mitgliedern unseres Bundes behilflich sein? Interessiert euch für Spiel und Spaß? Wollt ihr ein wenig trainieren oder braucht ihr gewisse Utensilien? Nun, nur keine Scheu, sprecht eure Wünsche ruhig aus. Taschendiebstahl, Schlösser knacken, Fallen stellen. Ja. Das bin ich. Ich glaube, es ist intelligent, wenn wir alle mal ausweichen lernen. Ja, das brauchst du nicht. Kannst du denn eigentlich auch Meisterparade lernen? Theoretisch ja. Okay. Na klar. Du kannst auch Meisterparade lernen. Auch mit zwei Handwaffen. Ja. Ja, cool. Gönn dir. Feilschen muss ich noch lernen. Mann, wie soll ich sonst in meine vielen Toten gekommen sein? Wenn nicht durch Feilschen, Handeln, Betören, diese Dinge. Utensilien dürfte ich ja noch genug haben. Brust, Bauch, Rücken, linker Arm, rechter Arm. Du hast... Das könnte dir besser stehen. Einbrecherjacke. Fingerfertigkeitselixier, Charisma-Elixier, Gewandtheitselixier, das ist ja großartig. Charisma plus. Gifteheilung. Dietrich? Dietrich. Bestimmt besser als Haarnadeln. Taschendiebstahl plus 2. Gladys hatte, glaube ich, mehr Taschendiebstahl als Kuano. Gute Entscheidung. Ja, dann macht Gladys Taschendiebstahl. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Ich habe dir keine Hose gekauft, weil ich dachte, du hast eine. Das ist Schmieden, oder? Das wollte ich Vorkam beibringen. Ein Zwerg, ein Wort.
Schleifstein kann ich schon, offenbar. Dann kann ich das auch mal verkaufen. Schlossacknacken bist du eh nie. Na klar. Schlossacknacken ist Kuano dabei. Ich kauf dir mal eben eine Hose. Werte Frau, bitte ziehen Sie sich eine Hose an. Danke. Aufgepasst. Eine gute Entscheidung. Du kannst Gifte gar nicht. Alles klar. Ja, du kannst keine Gifte heilen. Meint ihr? Und dann bin ich erstmal zufrieden. Denn ich glaube, ich habe jetzt alles. Was kannst du mir denn noch zu Spielen und Spaß sagen? Er spricht mit Fexens Stimme. Wir haben hier unten einen kleinen, aber beschaulichen Parcours aufgebaut, um unsere Fähigkeiten zu erproben und mit den Fingern in Übung zu bleiben. Ihr wisst doch, wer rastet, wer rostet. Da ist was dran. Gibt es bei diesem Parcours irgendwas zu beachten? Oh, eigentlich ist es ganz einfach. Benutzt alle eure Fexischen Gaben, um an die neuen Embleme der Diebesgilde zu gelangen, die im Parcours versteckt sind. Einige sind in fest verschlossenen Truhen, andere versperrt hinter schweren Eisentoren. Andere wiederum stecken tief in den Taschen einiger unserer Leute. Schafft ihr es, mit allen Emblemen zu mir alle Embleme zu bringen, bringt euch eine geschickte Belohnung. Vielleicht später. Ich glaube, ich würde lieber mit der Hauptquest weitermachen fürs Erste. Ich meine, wir haben hier so lange für diesen Untergrund gebraucht. Ich glaube, ich will mal endlich was Neues sehen. Was halt sowas ist, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, wenn ich eine Heilerin habe, brauche ich natürlich theoretisch meinen anderen Leuten nichts mit Giftheilung beizubringen. Das würde ja nur unnötig Erfahrung kosten. Aber dann würde ich sagen, beenden wir mal heute hier die Folge. Wir haben endlich die Diebesgilde im Plumpsklo gefunden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet gute Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.